Die Stadt Navagard mit ihren wunderschönen Havennen ist schon eine Attraktion für sich, die wir Ihnen jetzt per Film übermitteln möchten. Im Gegensatz zu Europa wurden diese Paläste nicht nur vom Adel oder Hochadel gebaut, sondern auch von der sehr begüterten Bevölkerung. Leider sind diese Havellen, sprich Paläste, oft dem Verfall preisgegeben. Welche hochqualifizierten Künstler hier am Werk gewesen sind, das sieht man anhand dieser Fresken. Leider wurde immer wieder der Betrachtungsgenuss durch den Lärm des Straßenverkehrs gestört. Die meisten Havellen, sprich Schlösser, sind mehrstöckig, mit einem fantastisch ausgestalteten Hof. Das Hakenkreuz, was wir da sehen, hat in Indien eine ganz, ganz andere Bedeutung. Und es bedeutet vom Sonnenrad Glück und Heil. Kleine Büro, kleine Fenster, die alle sehr schön sind.
kann man sehen, der ist schon das Arbeiten. So wie das jetzt, damit ich von dieser Familie, der hat eine Mobil. Wenn man sich die Türen betrachtet, welche fantastische Schmiedearbeiten. Schmiedekunst im höchsten Grad. Und wenn Sie von außen, von hier, Sie gucken, kann man nicht reingucken. Gibt es vorne einen, dieser Rama sitzt und die, mit seiner Frau und die anderen Männer und die anderen Götter sind hier. So, sehr schönes Malerei kann man sehen. Hier, Sie können sehen, dass Krishna, in der Mitte sitzt der Lakshmi. Warum das war der? Und hier befinden wir uns in einer üblichen Küche. Was wir vor uns sehen, das ist ein Mahlstein. Hier wird das Korn zu Mehl verarbeitet. Здесь хранили специи. Und hier ein hochmoderner Kohleofen, der heute noch nutzbar ist. Ein Spinnrad für die Köchin, bis endlich das Essen da war. Ein Sattel für den Elefantenritt.
Mit? Stein. Mit Stein. Hier habe ich mal hier drin. Ich bin ein Zinsscherz. Ich kenne dich auch nicht. Oh je, meine Frau hat ihre Latschen vergessen. Die oberste Etage verbunden mit einer Wendeltreppe. Ein Blick vom Dachgarten aus gesehen über die sehr, sehr schöne Stadt. Wir haben sehr großes Glück gehabt. Dieser Palast ist von dem neuen Besitzer vollkommen restauriert worden. Na, haben wir auch dieses Mal Ihre Reisesehnsucht erweckt? Dann bis zum nächsten Mal.